Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind heute in unserer, ja, in unsere Fuckelwerkstatt in der Halle. Als erstes muss ich mich mal wirklich bei euch bedanken. Total geil. Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal in einer Instagram-Story gesagt, dass wir für unsere Ausstellungshalle mal irgendwie so noch Dekokrempel brauchen. Und manchmal hat man echt ein Brett vom Kopf, wie einfach es doch sein kann. Donnerstag hat uns ein Kunde angeschrieben über WhatsApp und hat gesagt, ey, ich habe hier noch eine alte Tankstelle stehen. Und dann dachte ich, jo, wie geil wäre das denn? Und da ist sie. Ich bin hingefahren, war gar nicht so weit weg von hier. Ich glaube, eine Stunde Fahrt. Und der hat uns diese ausrangierte Tankstelle quasi geschenkt. Und na klar, das sieht jetzt ein bisschen scheiße alles aus, ne? Nur wir haben uns jetzt vorgenommen, die ein bisschen zu restaurieren, flott zu machen. Nicht funktionstüchtig, einfach nur wieder schick. Dass er bei uns in der Ausstellungshalle vielleicht eine schöne Ecke findet, um da zu sein. Auf jeden Fall dafür vielen Dank, dass es wirklich schon so groß geworden ist, dass man doch erhört wird. Und ja klar, auf eine Tankstelle hätten wir auch kommen können. Ne? Tipps bei eBay Kleinanzeigen ein, findest du eine ganze Reihe. Ja. Aber erstmal die Idee zu haben, was man so als Deko in so eine Autohalle aufbauen könnte. Wo du sagst, die Tankstelle, oh, wie einfach. Und sieht bestimmt geil aus, wenn wir dafür einen passenden Platz dann finden. Aber so können wir sie natürlich nicht hinstellen. Und jetzt haben wir uns gerade überlegt, was machen wir eigentlich daraus? Sollen wir uns irgendwie an irgendeiner Tankstelle orientieren? Ja. Ne? Ich hatte erst gedacht, dass wir so eine Oldschool-Gamma-Tankstelle machen, aber das gab es nie, wird es auch nie geben. Dann habe ich irgendwie an Aral gedacht, dann hast du gesagt, Shell ist auch cool mit Orange und so. Ja. Da müssen wir uns mal irgendwie inspirieren lassen, mal gucken, was es so für Zapfsäulen gibt. Dann würden wir die 1:1 nachbauen. Aber ich glaube, Aral wäre eigentlich eine ganz geile Idee. Das Blau ist geil und wenn man das beleuchtet, dann floppt das so schön raus, ne? Ja, und wir haben schon so viele Rottöne in der Halle, ne? Wenn man jetzt mal rüber guckt. Ja. Da machen wir sie in Aralblau. Aber erstmal bauen wir sie mit euch auseinander. Wer vielleicht noch keine Tankstelle von euch von innen gesehen hat, wahrscheinlich die wenigeren. Ich kenne dieses Modell sogar, weil in der Werkstatt, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, die hatten genau dieselben Zapfsäulen. Da musste ich ab und zu auch mal meinen Riemen und so wechseln. Also du hast in der Tankstelle gearbeitet? Nee, ich habe in einer freien Werkstatt gelernt mit der Tankstelle. Ah. Aber das war genauso aufgebaut. Und das Geile ist hier, alles, was man demontieren kann, das sehen wir jetzt. Das, was silber ist, das machen wir dann blau. Schön blau lackiert. Und das, was dann übrig bleibt, das ist Edelstahl. Das kriegen wir bestimmt richtig cool aufpoliert. Und dann sieht die wie neu aus. Hoffe ich. Das stellen wir mal beiseite. Was ist mit diesen Aluteilen, wo die Zapfsäulen drin sind, die Zapfpistolen? Ja, vielleicht kriegen wir das ein bisschen aufgebürstet. Aber ja, einen Neuzustand kriegt man nicht hin. Ne? Ganz klar. Aber ich denke, wenn das alles wieder schick lackiert ist und sauber ist, dann sieht das schon wieder gut aus. Ja. Also das kann man abnehmen, hier hat man die ganze Technik drin. Vielleicht gehen wir mal kurz drauf ein, was ich noch so weiß im Hinterkopf. Ne? Ich weiß gar nichts mehr. Das ist der Generator, womit die Pumpe angetrieben wird, irgendwie. Und hier wusste ich, hier wurde die drüber geeicht, ne? Die Pumpgeschwindigkeit oder wie man sagt. Okay, dass ein Liter auch ein Liter ist. Ja, genau. Und deswegen ist es hier auch so verblombt, sonst könnte ja der böse Tankstellenwart einfach ein bisschen nach Minus drehen. Da bezahlt man 1 Liter und kriegt nur 0,8 oder so. Das wäre mies. Ja. Ja, hier ist ein ganz normales Zählwerk. Da sind ein paar Liter durchgegangen. Funktioniert übrigens immer noch. Also wenn wir das jetzt irgendwie umbauen würden, dann könnten wir die noch in Betrieb nehmen. Haben wir auch kurz überlegt, wäre schon cool, so eine eigene Tankstelle auf dem Hof. Ne? Ja. Aber das kriegt man alles nicht so genehmigt. Aber cool wäre es. Auf jeden Fall. Okay, dann das kann man separat abnehmen. Hat man hier unten auch so ein Schloss. Und deswegen kann man das auch so cool restaurieren. Alle lackierten Teile sind abnehmbar. Genau, hier nehmen wir die Scheibe raus. Das kommt dann auch in Aralblau. Das stelle ich mal hier beiseite. Dann können wir die Aufkleber, die machen wir alles neu. Ja. Mit dem Diesel und so. Dann kann der Plotter wieder plotten. Das machen wir alles schön sauber. Hier machen wir vielleicht so einen LED-Strip rein, dass wir die ein bisschen beleuchtet kriegen. Kriegt man da D-Mark wieder hergerichtet? Oder ist das so überklebt, dass das nicht geht? Ah, würde ich auch geil finden. Wäre vielleicht was, ne? Ja. Okay, alles sauber machen. Hier ist auch nochmal Elektronik, was man hier jetzt speziell einstellen kann, das weiß ich auch nicht. Hier durfte ich nie dran, ich durfte nur mal den Riemen wechseln und irgendwelche Dichtungen wechseln. Ich denke mal, also hier kann man vielleicht auch den Preis einstellen oder irgendwelche Eichgeschichten. Vielleicht kriegen wir sogar irgendwie Strom drauf.
um das Display einzustellen. Wäre schon cool, wenn man da den Literpreis eingeben kann. Ja, das wäre nice, ja. Und wäre auch cool, wenn man aus Spaß, wenn man die Zapfsäule rausmacht, auch irgendwas hört. Ja, dann, dass die Pumpe anläuft, ne? Wir gucken mal, wie unten haben wir, was haben wir denn hier? Also das ist ja auf jeden Fall die Datenleitung, um das zu bedienen. Von der Kasse aus, ne? Ja, und hier haben wir die dicken Stromleitungen für die Pumpen. Und das zweimal, weil zwei Pumpen sind. Ja, einfach mal hier Strom dran machen, das ist auch nicht. Das muss man schon ordentlich machen, ne? Ja, man müsste wissen, wie das hier bedient wird, weil das ist, also das ist ja kein Problem. Das Strom dran klemmt vernünftig, das geht. Vielleicht hat da ja irgendein Zuschauer auch noch so. Ja, das sind ja eigentlich nur Datenkabel hier. Irgendwie. Nur. Es wird darauf hinauslaufen, das steht einfach unangeschlossen da und das ist jetzt hier. Spinnerei. So, hier klappen wir zu. Das mache ich, glaube ich, ab, das gefällt mir nicht. Das ist irgendwie so nachgefuckelt. Das ganze Edelstahl, das können wir ein bisschen aufpolieren. Das können wir ein bisschen schick machen. Die Schläuche richtig putzen. Und dann können wir, zu Dekozwecke, können wir dann wirklich mal irgendwie so eine Arbeit dann auch damit voll tanken. Ich würde sagen, wir machen eine Dieselseite und eine Benzinseite, dass das irgendwie cooler ist. Ja. Na, jetzt haben wir beides Diesel, aber das ist ja... Ist das ein LKW-Diesel? Nee. Von der Zapfsäulengröße ist es gleich groß. Das passt. Und guck mal, früher war es ja auch noch so, da hat man immer diese, ist jetzt auch noch so mit diesen, das ist so. Das kommt, glaube ich, drauf an, ne? Es gibt, also die, ne? Bei der Shell in Brilon, da kommt das irgendwie aus dem Kasten so raus. Stimmt, oder? Das wird rausgerollt. Ja. Ja. Mir kommt sowas auch gar nicht so alt vor. Also das ist so eine typische Tankstelle, die ich so kenne, wo ich einen Führerschein gekriegt habe und so, ne? Ja. Aber wenn man dann überlegt, Baujahr 89, ist ja auch schon irgendwie 31, 32 Jahre alt. Naja, aber ich sag mal, eine Tankstelle, warum soll die ständig die Zapfsäulen wechseln, ne? Ja. Wenn die einmal da steht und wenn sie funktioniert. Wir können mal gucken, wie lange die geeicht war, wie lange die in Betrieb war. Das würde mich jetzt noch interessieren. Hier muss irgendwo so ein Eichzeichen sein. Hier ist ein... Ja, 2011, glaube ich. Ja, 7/2011. Das sind die Eichzeichen. Sag mal, wo? Ja. 7/2011, das, also meine ich zumindest, ne? Dass das vom Eichen stammt. Was ist das? Anleitung. Aufhebung, Displayfehler, Grundpreis erhöhen, Grundpreis verringern. Also über die Tastenkombination können wir wirklich den Preis einstellen. Und dann kriegen wir es auch hin. Wir müssen hier irgendwie nur Strom drauf machen. Das müsste eigentlich schon mit... Mit Normalstrom. Ja. Hier. Das kriegen wir hin. Was? Hol mal einen Computerstecker. Wir machen jetzt einfach Strom drauf. Hier rein. Guck mal, dass ich hier keine Pinne an. Da kommt nicht, dass die irgendwie Strom nach unten leitet, aus irgendeinem Grund. Aber warum, ne? Das ist ja Einspeisung für Pumpen. Und die Datenleitungen sind auseinander, also kann da nichts passieren. Kein Knall. Wie geil ist das denn? Oh, ihr könnt mich auch, aber sowas ist wieder... So. Aufhebung, Displayfehler. Das machen wir als erstes, weil den haben wir drin. Oh. Vielleicht guckst du von der anderen Seite? Oder hat der auf der anderen Seite auch Knöpfe? Keine Ahnung, hier ist zu noch. Und hier ist aber 000 und einmal komplett schwarz. So, warte mal. Grundpreis erhöhen plus. Passiert nichts. Ah, vielleicht, ich muss den Schlüssel, glaube ich, reindrehen da. Wo habe ich den denn? Ohne Schlüssel kann man nicht den Preis manipulieren. Und den haben wir jetzt nicht. Passt nicht. Oder ist der das hier? Oh nö. Scheint das jetzt ernsthaft an diesen Schlüssel hier. Dann müssen wir es irgendwie aufbohren. Scheiße. Das funktioniert, aber man muss das hier... Versionsschalteroption, genau. Man muss das hier... Autarkbetrieb, Grundpreisverstellung. Man muss das hier... Man hat hier zwei Stellungen. Ah. Dass man das bedienen kann. Ach, Menno. Wir machen mal die andere Seite auf. Vielleicht liegt hier irgendeiner drin. Aber dann machen wir gleich kurz Cut, dann versuche ich das irgendwie zu knacken. Ist dasselbe. Aber ohne Schlüssel. Muss man bestimmt doch, von anderen. Das ist auch was. Ah, aber manuell. Ohne Schlüssel. Guck mal. Aha. Fehler aufheben.
Da passiert nichts. Jetzt wirst du, wie sowas funktioniert, Roy. Erstmal überall rumdrücken. Eine Bedienungsanleitung runterladen. Meinst du, da finden wir was? Eigentlich im Internet gibt's doch alles, oder nicht? Oder es hängt wirklich mit der anderen Seite zusammen, dass man da aufschließen muss. Weil eigentlich müsste ja das hier Feld genau dasselbe anzeigen wie das Feld. Ja. Weil guck mal, warum machen die auf der anderen Seite einen Schlüssel und hier nicht? Ich denke mal, dass man auf der anderen Seite anstellen muss und dann kann man es hier ohne Schlüssel machen. Wir machen kurz Stopp und suchen uns eine Anleitung. Bis gleich. Ich sehe aus wie ein Schneemann. Unfassbar. Letzte Woche noch 25 Grad und jetzt ist schon wieder Winter draußen. Aber was will man machen? So, Strom machen wir weg. Gucken wir mal, was wir hier geknackt kriegen. Kann ja nicht so schwer sein, so ein kleines Schloss aufzumachen. So, natürlich nicht zu weit bohren in der Platine. Dann ist das nämlich komplett gelaufen, das Thema. Machen wir nochmal größer. Das sieht gut aus. In so einem Schloss sind immer so kleine Plättchen drin. Wenn man die komplett rausgebohrt hat, dann müsste man das eigentlich ein bisschen drehen können. Ja, das liebe Werkzeug wieder. Ich glaube, irgendwann brauchen wir ja auch mal eine gescheite Kiste. Ich bohre noch ein bisschen größer. Irgendwann muss das da rausfallen. Hoffe ich. Oh. Jetzt habe ich den Schalter abgerissen. Ja, oder so. Es ist auseinandergeflogen, das wollte ich nicht. Aber so kriegen wir es auch irgendwie geschaltet. Das ist mir zerflogen. Ich habe mir gedacht, da ist noch nichts verloren. Jetzt sieht man die Kontakte, siehst du, wir müssen nur wissen, wie viel es da muss. Aber irgendwas muss da noch rausgefallen sein. Macht der, sag mal, darf ich mal sehen? Oh ja. Oh. Das ist nur das Schloss. Ja, da ist noch irgendwas, muss ja rausgefallen sein, da fehlt noch irgendwas. So rum oder andersrum? Das ist, hier siehst du da? Ja, so rum, ne? Okay, und dann das. Da muss ja noch was drauf sitzen, was dann da drin gedreht hat, ne? Ich glaube nicht. Nur das Weiße ja. Dreht? Und dann, je nach Position, wird er dann hier das rausgedrückt haben und dann die Kontakte getrennt haben hier. Siehst du, so. Getrennt, 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 getrennt. Zeig mal. Die Position ist so richtig, weil da drin war der Pin, ne? Ja, genau. Und unten. So, ne? Das war nach unten? Das war nach unten. Dann müsste das jetzt so. Kannst du es denn wieder drehen, das Schloss? Nee, wenn ich das jetzt zum Drehen kriege, dann können wir es ja so da wieder draufstecken, ne? So hält. Warte, hier, ich habe das zum Drehen. Hier, so ist einfacher. Jetzt können wir das Schloss so zum Drehen nehmen. So ist die Position richtig? Keine Ahnung. So, hier wird Strom drauf. So. Lest du mal, was auf welche Position? Einmal rechts, zweimal rechts? Also 0, Autarkbetrieb ohne Grundpreisverstellung. Mhm. 1, also nach rechts, ist Autarkbetrieb mit Grundpreisverstellung. Und 2, nach unten, ist Zentralbetrieb. Da sich diese Tankstellengeschichte jetzt erstmal noch ein bisschen in die Länge zieht, weil die Blechteile müssen lackiert werden, in schön Aralblau, haben wir uns jetzt für entschieden eigentlich, ne? Ja. Machen wir Aralblau. Wird das dann schon bekleben. Und dann machen wir nochmal ein fertiges Video, wenn das fertig ist. Aber jetzt habe ich irgendwie Lust, wie du gerade schon sagst, lass uns so eine Aralarpe machen. Ja, das wäre eine geile Idee. Wir haben ja eine blaue Aralarpe. Ja, steht hier. Also eine blaue Arpe, Aral ist es noch nicht. Ich würde sagen, wir machen kurz, oder du machst gerade ein Design fertig. Ich putze vielleicht noch ein bisschen die Tankstelle und treffen uns gleich hier wieder oder an der anderen Arpe. Nee, an der machen wir es, wir sie bekleben. Wo wolltest du Aufkleber hin haben? Ja. Nur auf die Seite? Aral und dann irgendwie alles super oder sowas. Oder auf die Tür. Da könnte man vielleicht auch irgendwas machen. Aber nur auf die Tür fände ich zu wenig. Also ich glaube, die haben ja dieses Quadrat, was so... Genau, dieses Quadrat mit Aral. Genau,
Also wenn ich mir jetzt so einen Aral-LKW überlege, der hat ja dieses Logo eigentlich auf der Tür stehen. Ja. Und dann auf der Fläche steht ja eigentlich groß und Schriftzug Aral. Wie meinst du? Ich putze ein bisschen die Tankstelle noch und du lässt dich von Onkel Google inspirieren. Okay, dann mache ich jetzt nochmal ein Foto und dann kann ich das bei Photoshop mal eben ein bisschen versuchen. Genau. So, bei euch auch alles super, bei uns schon. Wir sind jetzt einen Tag später. Gestern haben wir es nicht mehr geschafft. Ja, gestern, wir waren Ostermontag hier, weil... Wir hatten Langeweile. Genau. So ein Stündchen zwischendurch geht dann immer, nach so langen Feiertagen, aber egal. Gestern haben wir dann Feierabend gemacht, nicht mehr geschafft, deswegen heute neuer Tag. Ihr habt jetzt Alex mal bei der Arbeit zugeguckt, ist vielleicht auch mal ganz interessant gewesen. Also ich fand's lustig. Ne? Ich sitze sonst nie immer so auf deine Schulter und gucke dazu, was man da machen muss. Für mich ist das eh eine ganz andere Welt, würde ich auch gar nichts mit zu tun haben. So ein Aufkleber aufkleben, ja, aber die ganze Vorbereitungsarbeit. Ich meine, wir hatten ja den Plot da vorher schon, bevor Alex hier war. Und oh Gott, ich habe da mal einen www-Aufkleber hingekriegt, aber dann hat es auch aufgehört. Das ist schon nicht einfach, sowas zu bedienen. Also. Aber ich habe ihn dir auch schon vorher eingerichtet und alles. Katastrophe. Egal. Ja, ich hoffe, euch gefällt unsere Aral-Ape. Ist übrigens eine gebrauchte. Mit irgendwie 1000 Kilometer drauf haben wir in Zahlung genommen, weil der Kunde dann doch lieber ein Leichtkraftfahrzeug haben wollte. Na? Ist eine offene Version. Steht auch zum Verkauf. Ist das schon auf unserer Seite? Nee. Die ist jetzt auch bald auf unserer Homepage zu sehen zum Verkauf. Ich meine, 1000 Kilometer drauf ist etwas günstiger wie eine neue, aber es ist halt neue. Noch neu, ne? Ja. Aber da die gebraucht ist, haben wir die jetzt dafür verwendet, daraus meine Aral-Arbeit zu machen, weil ich finde das cool. Ich hoffe auch nicht, dass wir die jetzt so schnell verkaufen, weil ich könnte mir vorstellen, das sieht dann cool aus neben unserer Tankstelle, wenn die fertig ist. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Wir haben uns überlegt, dass wir das zu unserem Stammlackierer bringen, dass es auch richtig schön vernünftig wird. Außerdem haben wir jetzt gar keine Zeit, so zu lackieren. Also macht der Lackierer professionell nicht. Ja, also der lackiert uns das richtig. Und dann habe ich mir überlegt, stellen wir die auch hier vorne hin? Vielleicht, ich weiß nicht so ganz, weil es ist ja auch gar nicht so einfach, einen Platz dafür zu finden. Ja, ist schon recht wuchtig, das Ding. Ja, ne? Wenn wir das Auto hier wegnehmen und stellen die hier so hin, so als Abtrennung vom Eingang, ja, dann könnte man dann hier auch mal ein Auto nebenstellen oder eine Ape, wo man mal den Rüssel reinhält. So für Fotos und so finde ich das echt cool. So als Gag. Ja. Viele erklären mich jetzt vielleicht auch für bescheuert, aber ich finde, das ist ein cooles Gimmick, so eine Tankstelle, auch wenn sie nicht funktioniert. Auf jeden Fall, danke fürs Zugucken, unbedingt abonnieren, denn ich glaube, nächstes oder übernächstes Video wollen wir euch mal mitnehmen, wie man eine Ape drosselt. Ist jetzt so aktuell, weil die gedrosselte Variante gibt es ja nicht mehr zu kaufen bei Piaggio. Genau. Nur noch als 38 km/h Version. Und für Leute mit einer Mofa-Prüfbescheinigung oder die geboren vor 64, 65 sind, dürfen sie auch ohne Prüfbescheinigung fahren. Aber nur bis 25 km/h. Und da nehmen wir euch mal mit, wie man das drosselt, mit den Gutachten, was man alles machen muss, damit ihr es vielleicht auch selber machen könnt. Denn den Einbau kann auch jeder privat machen. Es wird sowieso vom TÜV abgenommen. Ja. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.